Hilfe, mein Kind masturbiert schon in sehr jungen Jahren. Ist das normal oder muss ich das abklären lassen? Diese Fragen besprechen wir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Zunächst müssen wir mal festhalten, und jeder, der Kinder hat, weiß das, Kinder beschäftigen sich extrem gerne mit dem eigenen Genital. Sie spielen damit rum, sie gucken, sie probieren sich aus und das ist ja auch alles völlig in Ordnung und ganz, ganz wichtig. Aber wie sieht es aus, wenn ich bemerke, dass mein Kind sich berührt und zwar im Sinne von sexuell berührt, also masturbiert? Im Säuglingsalter ist das Ganze noch sehr, sehr ungerichtet und ungezielt und wird auch von den meisten Eltern noch so akzeptiert oder einfach so hingenommen. Wie sieht es jetzt aber aus wirklich im Kleinkindalter, wenn die Bewegungen und auch die Richtung immer gezielter wird? Es wird also bewusst von dem Mädchen zum Beispiel an den Vulvalippen rumgespielt, an der Klitoris oder allgemein die Vulva gerieben. Und man merkt, dass das vielleicht sogar immer beim Einschlafen passiert und auch wirklich etwas Bewusstes ist. Und da machen sich natürlich viele Eltern Gedanken, das darf doch eigentlich nicht sein. Da kann ich dich beruhigen, doch, das darf sein. Wir Erwachsene masturbieren auch regelmäßig aus ziemlich einem Grund. Es macht uns ein schönes Gefühl. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Auch wenn wir in der heutigen Gesellschaft natürlich immer so suggeriert bekommen, das ist etwas Tabuisiertes, das darf nicht sein, schon gar nicht bei Kindern. Stimmt aber nicht. Kinder sind ja genauso Menschen wie wir und finden es auch schön, wenn sie schöne Gefühle kriegen. Auch wenn der Aspekt Sexualität natürlich noch recht weit weg ist, ist es trotzdem ein schöner Umstand, sich ein schönes Gefühl zu machen. Und Mädchen machen das auch sehr indirekt manchmal. Vielleicht beobachtest du, dass der Lieblingsteddy oder die Lieblingspuppe benutzt wird, um zwischen den Beinen gerieben zu werden. Ein Klassiker ist auch die Bettdecke, zum Beispiel beim Schlafen gehen, dass die zwischen die Beine geklemmt wird und so eine rhythmische, schaukelnde Bewegung gemacht wird. Aber auch der Fersen Sitz, dass sich Mädchen also bewusst auf die eigene Ferse sitzen und da ein bisschen hin und her schaukeln. Oder auch das Reiten auf Gegenständen. Das sind so indirekte Stimulationen, um sich eben ein schönes Gefühl zu machen. Im Prinzip also etwas Normales. Es gibt ein paar Dinge zu beachten und vor allen Dingen auch die Kommunikation der Eltern mit den Kindern. Und das erkläre ich dir jetzt. Ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht hast du das bei deiner Tochter zum Beispiel auch schon beobachtet, dass sie nach so einer Stimulation ziemliche Schmerzen hat oder auch die Vulva sehr gerötet ist. Und diese Schmerzen liegen daran, dass diese Stimulation nicht, wie bei uns Erwachsenen in den meisten Fällen, in einem Orgasmus endet, sondern in so einem Plateau stehen bleibt und dann abgebrochen wird. Und dieses Plateau kennt vielleicht auch die ein oder der andere, ist sehr, sehr schmerzhaft. Wenn man also kurz vor dem Höhepunkt unterbrochen wird oder abbrechen muss, dann kann das äußerst schmerzhaft sein. Und das passiert bei den Kindern auch, ist also nichts Schlimmes, ist nur trotzdem äußerst unangenehm. Masturbation bei Kleinkindern ist nicht schädlich, sondern ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in der eigenen Sexualität und in der eigenen geschlechtlichen Entwicklung. Und die Aufgabe von uns Eltern ist, diese Kinder darin zu begleiten und auch zu unterstützen. Wenn du das also bemerkst, dass das Kind sich zudeckt und komische schaukelnde Bewegungen so ein bisschen im Heimlichen macht, dann kannst du das Kind ganz offen darauf ansprechen, machst du dir schöne Gefühle. Das Kind wird wahrscheinlich bejahen und sagen, das darf ich doch, Mama oder Papa. Und das solltest du eben auch bejahen. Du sagst, na klar, das ist gar kein Problem, aber, und das Aber ist jetzt wichtig, das Ganze sollte nur im privaten Umfeld passieren. Du musst also deinen Kindern am besten jetzt schon sagen, das ist etwas, was du zu Hause machen kannst, wenn du Lust drauf hast, aber niemals in der Öffentlichkeit machen solltest. Ganz wichtiger Punkt, dass das Ganze privat bleibt. Nicht, weil wir irgendwie in einer prüden Gesellschaft leben, wo man das nicht in der Öffentlichkeit machen sollte oder weil das nicht schicklich ist, sondern weil es eben auch Kindesmissbrauch und sexuellen Missbrauch gibt auf dieser Welt. So wie man zum Pipi machen aufs Klo geht, macht man sich eben die schönen Gefühle, zum Beispiel zu Hause im Bett oder in der eigenen Höhle, wo auch immer. Hauptsache, es ist ein privater und familiärer Raum. Du solltest dein Kind also nicht dabei stören oder es gar verbieten. Die negative Assoziation mit Masturbation ist eben wirklich schädlich für die eigene kindliche sexuelle Entwicklung und kann erhebliche Störungen hervorrufen im Erwachsenenalter. Deswegen unterstütze dein Kind, soweit es geht, erkläre dem Kind, was da passiert und das mit dem Privaten haben wir schon angesprochen.
Wichtig ist auch, dass das meistens auch gar kein bewusstes Masturbieren ist, sondern eher so ein unterbewusstes, niederschwelliges Bedürfnis ist, sich ein schönes Gefühl zu machen. Das bewusste Masturbieren kommt dann irgendwann im jugendlichen Alter, wo man wirklich gezielt masturbieren möchte, weil es spannend ist, weil es einem ein gutes Gefühl vermittelt. Sollte dein Kind mehrmals täglich masturbieren oder sich ein schönes Gefühl machen, dann solltest du ein bisschen hellhöriger werden. Es könnte sein, dass dein Kind versucht, ein befriedigendes Ereignis, ein schönes Gefühl zu reproduzieren, weil es vielleicht im Alltag fehlende, befriedigende Beschäftigungen hat oder sogar einen Mangel an Zuwendung hat. Also da ein bisschen hellhöriger werden, wenn dein Kind mehrmals am Tag masturbieren sollte. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und dir die Angst vielleicht davon nehmen, wenn du dein Kind dabei erwischst, in Anführungszeichen, dass es masturbiert. Es ist etwas völlig Normales, es ist etwas ganz Wichtiges und du weißt jetzt Bescheid und kannst dein Kind dahingehend auch begleiten.